Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Ihr Gefängnis begleitet sie. Diese Rüstung wird ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. StarCraft II, Wings of Liberty. Ach, nach diesem wunderschönen Trailer. Ach, jetzt reicht es. Geht's weiter. Weitere Nachrichten. Imperator Arcturus Menk hielt heute eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort. Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor. Doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden Sie Billionen dafür auf, abgehalfterte Rebellen wie Jim Rayner zu jagen. Jim Rayner stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein skrupelloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Dieser Kriminelle wird seine gerechte Strafe erhalten. Sehr bald. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du mieser Drecksau.
Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Blackwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Ja, jetzt darf ich auch mal was sagen. Unsere erste Mission ist Tag der Befreiung. Zerstören Sie den Außenposten der Liga. Wir spielen auch für Schwierigkeiten schwer. Soweit hoffe ich, dass ich das hinkriege. Und unsere erste Allzweckeinheit ist der Space Marine. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Blackwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Blackwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengs sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen. Ja, unser Rainer. Unser kleiner Rebell. Ich habe mich schon so lange auf dieses Let's Play gefreut. Oh. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Oh, wir haben nicht gerade viele Einheiten, aber schaffen wir schon. Du kannst auf mich genau. Zählen. Wow, wow. Yep. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Zeigen wir. Ich hänge an meinen Arsch. Raiders rocken. Geht bloß nicht diese Straße lang. Kannst okay, auf mich ich gehe auf keinen Fall diese Straße entlang. Klingt gut. Arru. So, jetzt haben wir schon die ersten Gegner. Gucken, dass wir am wenigsten weniger Einheiten verlieren dürfen hier. Zeigen wir es ihnen. Bisschen Micro. Klingt gut. Ich bin ja immerhin auf schwer. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Okay. Das ist ein Zusatzmission. Ja, Bonusmission. Ich kann Max Visage nicht mehr sehen. Jag das Ding hoch! Schon dabei. Wie ist der Plan? So, ich stelle nach vorne, verschiebe ich nach hinten. Raiders Loot. Wo sind die alle hin? Zellen. Was gibt's denn? Noch aber alle. Gut, nieder mit Mengs. Meine Familie! Meine Nachbarn! Das sieht langsam richtig übel aus. Jupp, und Kontrollpunkt erreicht mit einem Standbild. Jetzt geht's weiter. Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Ich höre. Raiders, was gibt's denn? Was ist los? Die Kavallerie ist da. Hallo, Kavallerie. Arbeitet hart. Seid stolz. Wir alle müssen für den Ruhm der Liga Opfer bringen. Ach, halt die Klappe. Du kannst auf mich zählen. Blöder Mensch. Klingt gut. Ich wollte das ja schon länger machen. Das ist Rainer. Ja, das ist Rainer. Kein Opfer ist zu groß für den Schutz unserer Gesellschaft. Bla bla bla. Du kannst auf mich jetzt schon an. Irgendwie habe ich keine Zeit dafür gefunden. Raiders. Ich dachte jetzt als nebenbei, bevor das dritte End auch noch rauskommt. Da wollte ich das doch noch rüberstehen. Stehen da keine Gegner? Eure Freiheit muss geschützt bleiben. Oh, schütze dich auch vor dir. Tschüss, mein Oh, das ist gar nicht gut. Klingt gut. Du sagst, es ist gar nicht gut, nur weißt du noch mal, was los ist. Raiders rocken! Ah. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen.
wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Da will einer abhauen. Die schießen auf Zivilisten. Bewegung! Ihr Schweine! Raider! Ich kann mir leider einige Einheiten, weil wir schon so viel beschädigt haben. Es gibt eine ganze Menge, wofür Max zahlen muss. Yep. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Niemals. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Du hast eine sehr große Stimme. Ich kümmere mich drum. Jo. Ja, ne, so, du wolltest jetzt auch noch was. Da braucht es noch. Fällt noch eins. Kriegen wir halt ein bisschen. Ganz kaum noch. Wie ist der Plan? Du gehst nach vorne, du gehst nach vorne, du auch. Marshal Rainer, auch. Sie auch. Haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Helfen wir ihnen. Im Zuge der Arbeitsverteilung. Gut, die wollen auch ihn nicht mehr ausreden lassen. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Wir halten dir den Rücken frei, Rainer. Du kannst auf mich treten. Was machen die? Wir geben uns ganz schnell hier vor. Ich bin bevor die landen können. Denn damit haben wir die erste Mission geschafft. Da fliegt das Hauptgebäude in die Luft und alle Ziele erfüllt. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. Genau, die sind, habe ich die Erfolge schon alle, deswegen werde ich sie nicht kriegen. Hey, ich habe nur zwei Zivilisten fehlen. Warum ich die auch immer nicht befreit habe. Jo, dann fortfahren. Kriegen wir so einen wunderschönen Lade bestimmt, den wir abbrechen könnten, damit wir zurück ins Hauptmenü kommen, wo ich nicht hin will. Kolonie Masara. Hallo Kolonie. Meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengsk ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten.
Die verhandeln aber hart. Und jetzt sind wir hier in Overlay. Können wir uns mehrere Sachen angucken. Zum Beispiel könnten wir uns dieses schöne Foto mal angucken von Kerrigan. Sarah, manchmal glaube ich, es wäre besser gewesen, du wärst an diesem Tag gestorben. Harte Worte, harte Worte. Da oben haben wir auch noch einen Viking. Sieht aus, als wäre das noch nicht lange her gewesen. Warst du das, Jimmy? Die Leute in dieser Gegend sind bereit, sich gegen Mengsk zur Wehr zu setzen. Sie brauchten einfach nur einen kleinen Schubs. Du nimmst diese ganze Revolutionsnummer also immer noch ganz schön ernst. Jeder braucht ein Hobby, Tarkas. Der hat komische Hobbys. Yo, wie lange schauen wir uns doch mal Tarkas an? Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja, ich bin aus dem Kryo-Teil ausgebrochen, als sie mich nach Neu-Folsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich habe so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich habe zwar schon etwas Intus, Tarkas, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. Genau, und jetzt können wir uns noch die super tolle Nachrichten hier mal angucken. Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Korhal. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frischen Mut... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner terrorisiert Masaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpaks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Komische Werbung. Das ist ein Schussloch, was unser Jimmy reingeschossen hat. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr anzugucken, außer für die nächste Mission. Dank ihres Einsatzes ist Masara. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich sage Tschüss, noch Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Mit der nächsten Mission.